Mein Name ist Henning Passe. Ich bin bei der Bruno Nebelung GmbH als Abteilungsleiter für den Bereich Pflanze angestellt. Wir sind wieder bei den Flower Trials, haben hier wieder einen tollen Aufbau hingelegt mit dem ganzen Team. Und wir zeigen hier die gesamte Bandbreite, die wir haben, von der Jungpflanze über die POS-Artikel bis zu Rohware und auch den fertigen Produkte. Wir haben viele neue Produktgruppen dieses Jahr dabei. Unsere Kunden, die hierher kommen, sind natürlich viel der Retail, viele Händler, viele Plattformen. Der große Vorteil hier an dieser Location ist, dass wir hier natürlich sehr viel Platz haben und wir können die ganze Gesamtbreite mal zeigen, was wir haben, von Saatgut über Jungpflanzen, über Fertigpflanzen. Das Feedback, das wir hier bekommen haben von vielen Besuchern, war wirklich sehr positiv und ich glaube, dass wir da zukünftig ganz oben mitspielen werden, wenn es um konzeptionelles Marketing geht, wenn es um tolle Produkte geht und wenn es auch um eine wirklich super Präsentation am Point of Sale geht. Mein Name ist Sven Langenhorst, bin bei der Bruno Nebelung GmbH im Bereich des Pflanzenvertriebs tätig, zudem auch für die Sortimentsentwicklung. Und wir haben uns in diesem Jahr hier auf den Flower Trails gedacht, dass wir das Sortiment sinnvoll erweitern müssen und haben im Bereich des Beerenobstes neue Sorten aufgenommen, die wir hier unseren Kunden präsentieren. Wir haben unter anderem Himbeeren, wir haben Brombeeren neu mit dabei, verschiedene Typen, die sowohl in die Höhe wachsen, als auch buschig wachsen, die der Kunde eben auf dem Balkon oder auch auf der Terrasse im kleinen Kübel anbauen kann und somit schnell und erfolgreich seine Beeren ernten kann. Und rückblickend kann ich sagen, dass eigentlich alle Kunden, die diese Sortimente hier gesehen haben, es sehr ansprechend fanden. Mein Name ist Olaf Raue, bin bei der Firma Bruno Nebelung im Vertrieb bei den Pflanzen zuständig. Ich möchte euch jetzt hier noch einmal die Alium Millennium aufzeigen als Neuheit 2024. Eine total hitzetolerante Pflanze, trockenresistent. Nach meiner Meinung gibt es keine Pflanze, die so pflegeleicht ist wie die Alium Millennium. Ab Juni in der Blüte bis weit ins Jahr mit einer tollen Blüte. Kann sogar über den Winter sogar stehen bleiben. Das ist auf jeden Fall eine super winterharte Zwiebelpflanze. Mein Name ist Vera Lütgenhaus. Ich bin bei der Bruno Nebelung GmbH für Marketing und Vertrieb zuständig. Unter anderem liegt mir ganz doll am Herzen die Kräuter, die ich hier mit ein bisschen vorstellen möchte. Ist da einmal die Kräuter, die natürlich mehr Funktionen haben. Da haben wir einmal die Bibetta-Kräuter, die dementsprechend blühen, ziehen auch die Bienen sehr gut an. Und dann haben wir die Kräuter, die man natürlich auch noch essen kann. Und die haben wir bei uns im Barbecue-Sortiment. Die sind da vertreten, dann auch als XXL-Pflanze, damit man natürlich auch viel davon hat über den Sommer und fürs Barbecue. Genau, und daher haben die einen Mehrwert und müssen auch immer im Programm mit dabei sein. So sehe ich das zumindest und wird bei den Kunden natürlich auch immer dementsprechend gerne angenommen. Wenn Sie gerne mehr über die Profileinpflanzen erfahren wollen, können Sie jederzeit Kontakt mit uns aufnehmen. Wenn es um Jungpflanzen geht, die Sie selber produzieren möchten als Produktionsbetrieb, wenn Sie Rohware brauchen, wir helfen gerne, wir vermitteln, wir stellen Kontakte her. Wir haben ein super kompetentes und auch ein sehr sympathisches Team, das bestimmt alles möglich macht, damit wir die Profileinpflanze auf der Fläche noch breiter vertreten können.